Spielspeicher an bestimmten Punkten automatisch starten. Auf der Festplatte schalten Sie das Symbol nicht aus, wenn man wüsste, wie es aussieht, weil der Text war weg. Ja, willkommen zu einem etwas neuerem Let's Play. Ich habe zwar noch jede Menge Krams in der Hinterhand, so gesehen, was schon fertig ist teilweise oder was noch gemacht werden muss zum Rendern. Momentan läuft ja jetzt noch Dead Rising. Tut mir im Übrigen leid, dass es in der letzten Zeit immer nur ein Projekt geworden ist. Zeitlich kriege ich es einfach anders nicht mehr unter im Moment. Und das liegt eher an meinen Arbeitszeiten als an dem, was ich eigentlich so gerne machen will. Also ich würde sehr gerne weitaus mehr raushauen. Klappt aber leider nicht. Wird sich hoffentlich in der nächsten Zeit ändern. Und ich habe mir gedacht, Mensch, wenn du schon keine richtigen Let's Plays im Moment halt durchhauen kannst, dann mach doch einfach mal irgendwas anderes. Und da habe ich mich an die Zeit erinnert, wo ich früher im PlayStation Store unterwegs war und habe dort dann zwischendurch Spiele, die immer neu gekommen sind, die ich dann gezogen habe oder eher gesagt, die ich dann einfach mal gekauft habe und getestet habe für euch. Und ich glaube, das werde ich mal ein bisschen wiederbeleben. Und ich fange an mit Child of Light, was jetzt komplett neu draußen ist. Ist auch relativ günstig. Ich glaube, mit 15 oder für 20 Euro kann man das kaufen. Es ist so eine Art gezeichnetes Adventure-Game von Ubisoft, was jetzt komplett neu ist. Es hat sehr gute Kritiken gekriegt und ich denke mal, lass mich mal überraschen, was da kommt. Das Game wird über eine Stunde dauern, so gesehen. Also ich werde mir jetzt hier erstmal gleich einen Timer reinhauen. Nicht wundern, wenn es dann so gesehen ein bisschen länger wird. Dieses Mal, so gesehen. Der erste Part wird eine Stunde dauern. Ihr könnt euch entweder entscheiden, entweder holt ihr es selbst oder vielleicht guckt ihr auch dann irgendwann mal das Let's Play an, was dann irgendwann mal laufen wird. Ich halte jetzt aber mal die Schnauze und ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal hier auf normal. Und der Timer läuft ab jetzt. Kind, geh nun zu Bett. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Von Lemuria, einem längst vergangenen Reich. Und einer Maid, die den Ruhm musste wählen. In Austrias Kronland einst ein Herzog regierte. Ihm ward Aurora zur Tochter geboren, einer geheimnisvollen Herzogin Kind. Der Vater hatte sie zum Liebling erkoren. Allein zog er das Mädchen groß. Nie bereitete er ihr Schmerz. Doch einsam suchte der Herzog Trost und verlor in einer Nacht sein Herz. So nahm das Schicksal seinen Lauf. 1895 zur Osterzeit. Musikanten spielten für den Herzog auf, die neue Braut an seiner Seite. In der Nacht fiel Aurora in Schlaf. Der Kamin brannte nicht mehr heiß. Ein Schauder breitete sich aus. Ihr Körper war so kalt wie Eis. Am Morgen fand man sie starr. Erloschen war Auroras Licht. Ihr Vater weinte und flehte, doch einen Zweifel gab es nicht. Aurora war tot, sie sagte kein Wort. Und doch, es war einmal vor langer Zeit, da erwachte sie an wundersamem Ort. Also bisher haut mir das Intro doch so eine kleine Gänsehaut über die Arme und Beine. Es ist sehr nett gemacht bisher. Child of Light. Kapitel 1, das Mädchen und der Glühwurm. Yeah. Achso, ich bewege mich schon selber. Bisschen ungewohnt. Aber die Grafik ist mal interessant. Weil es ist irgendwie teilweise gezeichnet. Dann in 3D, aber irgendwie auch 2D und sehr interessant gemacht. Was flog denn da oben komisches für ein Teil? Igitt! Hilfe! Ah!
Links zum Dornenbaum. Gehen wir mal zum Dornenbaum. Es ist Totenschädel. Ich will nicht mehr zum Dornenbaum gehen. Ohne Scheiße. Es geht hier sowieso nicht her. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Weg hier. Ist das Spiel überhaupt ab? Keine Ahnung, welchen Alter. Wieso bin ich jetzt hier oben? Na! Ich werd bekloppt, ich hänge fest! Moment. Geh runter! Du Scheiß! Ast! Geh kaputt! Ich war dich alle! Du Scheiß Ding! Fuck, verdammt! Ich glaube, ich hänge fest. Kann ich hier vielleicht irgendwie runtergehen? So, hier, so. Ja, nein, nee, doch nicht. Scheiße. Verdammt. Okay, gut, also wieder nach links. Und dann muss es hier irgendwie eine Möglichkeit geben, wahrscheinlich da hochzukommen, die ich aber irgendwie nicht weiß. Haben wir hier vorne irgendwas? Irgendwas, was wir benutzen können? Nee, gar nichts. Ich kann auch hier irgendwie nichts mitnehmen. Ich kenne auch die Steuerung komplett gar nicht. Nee, übertragen will ich eigentlich auch nichts. Oder geht's da... Was leuchtet da oben? Komme ich da irgendwie hin? Das ist so lustig am Leuchten. Runter komme ich da nicht. Hoch komme ich da irgendwie aber auch nicht. Ist natürlich toll. Das habe ich mich direkt am Anfang schon hier festgefressen. Ich krieg Föhn. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Muss ich nicht verstehen. Egal, ich gehe jetzt einfach erstmal in die andere Richtung. Mal gucken, wo ich daher komme. Eine Grube. Wilder, schwärzer, keiner schattenvoller Niedertracht. Das ist ja... Ah, guck an. Was ist mit... Ach so, linker Stick ist damit gemeint. Ich dachte schon, L-Taste bewegt hier aber gar nichts. Es ist düster. Es ist dunkel. Ein verwunschener Ort. Weit entfernt von zu Hause. Wir sind allein. In der Kälte. Der Wind streicht durch ihr Haar. Und es ist bitterkalt. Aus kalter Luft ist dieser Traum. Dunkle Geister schwirren von Baum zu Baum. Und Spinnen kommen gar fürchterbar von der Decke herab. Ich konnte es essen. Wenn das mal nicht geil gereimt war, dann weiß ich es auch nicht. Ah. Erwache, erwache. Albtraum, lass mich los. Vater, wo bist du? Mein Kummer ist gar groß. Kann jemand mir geschwind darlegen, warum Wasser fließt ganz ohne Regen? Wer spricht? Ich fort den Tau von der Wange. Da steht euch nicht, entstellt euch sehr. Ein Glühwürmchen, jetzt wird mir bange. Mein Mahl war heute wohl zu schwer. Nein, die Pilze waren schlecht. Das ist der Grund, warum du jetzt hier so ein Glühwürmchen reden hörst. Das waren irgendwelche komischen Haschkekse, die du gefressen hast. Vielleicht war es auch eine Koksuppe. Oder keine Ahnung, ich weiß es selbst nicht. Essen klingt gut, doch bin ich verwirrt. Kennt ihr vielleicht eine Aurora? Sicher, Herr, ich bin sie. Ein Herr? Seid ihr nicht eine Signora?
oder ein Kind der hiesigen Flora. Hör auf mit deiner Narretei! Ich bin Aurora, sag ich dir, du dummes Ei! Das ist schön, das animiert mich jetzt schon wieder zu blödsinnigen Sachen. Oh, hab ich's doch gewusst. Also dann folgt mir. Eine Dame wartet. Eine Seherin mit Haaren lang wie ein Bart. Mit Haut aus Moos und leuchtenden Blick. Da fiel mir jetzt nichts anderes nur ein. Vielleicht weiß sie, wie ich aus diesem Traum erwach. Ja, wie schön. Ja, dann gehen wir mal weiter. Benutze er, um Dingens zu bewegen. Cool. Kann ich mit dem hier rumfliegen machen tun? So, jetzt hätte ich am besten noch gerne eine Gatling-Gun oben drauf und ein Fadenkreuz. Erinnert mich so ein bisschen an War Thunder. Nur sah die fliegenden Viecher weitaus besser aussehen als so ein komischer blauer Popel. Oh mein Gott, hier kommt Kirby. Komm mal mit. Oh. Oh. Was zum Ficken ist das da hinten? Ein Ent. Oder ein riesengroßer Steingolem. Nanu, was tragen denn diese Äste? Seltsame Zauber von kleinen Händen gemacht. Wusstet ihr nicht, dies sind, keine Ahnung, Wünsche des Lichts in dunkler Nacht. Der Goldgelbe führt noch... Was? Wünsche sind köstlich, los, greif zu. Warte, bis ich über diese Nacht Vater hab, Kunde, keine Ahnung, warum ist der Text so schnell? Ach cool, das ist XP, die man einsammelt. Was krabbelt da durch Nacht und Wind? Das ist ein Ungetier, was ziemlich scheiße aussieht. Ach cool! Das Vieh kann leuchten? Ja, ganz angeschränkt am Leuchten tun. Yes. Ja. Cool. Es fällt mir jetzt aber gerade was anderes ein. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, wenn ich jetzt den ganzen weiten... Nee, ich renne jetzt nicht den ganzen weiten Weg wieder zurück, nur um da hinten die restlichen paar XP einzusammeln. Weil vielleicht kommt man da ja eh nochmal hin. Von dem her spare ich mir doch jetzt einfach mal den ganzen Scheiß. Und renne einfach mal weiter, um jetzt schon so viel wie möglich... Oh, guck an! Um jetzt schon so viel wie möglich von dem Game euch zu zeigen. Dann haben wir gleich die nächsten. Fuck. Vielleicht sollte ich sie doch in der passenden Reihenfolge irgendwie mitnehmen, um mehr XP zu kriegen. Was ist jetzt damit? Jenseits des Baumes. Unser Weg muss liegen. Doch können wir dorthin nicht fliegen. Noch nicht. Gefangen, die Tür ist versperrt. Ein rundes Zepter, ein durchsichtiges Gefäß. Die Lösung ist klar wie Kristall. Herr Glühwurm entflammt das Gesäß. Was? Bleum? Versucht er jetzt seinen Furz mit dem Feuerzeug anzuzünden? Nein, bitte nicht. Aber wir kennen uns doch kaum. Nun mach, dann werden wir schauen. Genau, flieg in meinen königlichen Hintern. Wo die drei Zepter... Muss die Symbole zusammenpassen. Schatten werfen. Ah, guck an! So, wie cool ist das denn? Das ist natürlich geil. Das ist ein lustiges Rätsel. Perfekt, Volltreffer. Und... Schade. Fast. Herr Glühwurm, wir können weitergehen. Wer lässt nur eine Tür hier stehen? Genau, die da lag einfach so doof rum. Die scheiß Tür, die kann doch echt nicht wahr sein. Wer räumt denn hier nicht auf? Was ein Schrott. Und kommen wir da oben hoch? Nee, natürlich nicht. Aber wenn wir jetzt hier oben schon... ich bin echt gerade am überlegen, ob wir wieder zurückrennen sollen. Aber
Nee, ich lasse es einfach mal. Wer sie wohl war, das frage ich mich. Nimm dieses Säule Schwert an dich. Wer hat gesprochen? Etwa ein Geist? Nein, die blöde Statue war's. Die Dame ist falsch hier verkehrt. Aurora, nimm Mathildes Schwert. Was? Mathildes Schwert? Ach, das Schwert steckt hier. Scheiße, jetzt bin ich doch glatt dran vorbeigerannt. Ich sollte jetzt hier mal das von Zelda irgendwas einblenden. Lauf, sonst wird uns das Biest keine Ahnung. Zum Glück führe ich ein Schwert. Genau, ich habe noch nie einen Kampf gehabt, aber ich mache das jetzt einfach mal. So, jetzt sammle ich hier erstmal XP ein. Was mache ich jetzt? Handeln? Gruppe? Fliehen? Tränke? Ich handle jetzt! Ich handle mit einem Hieb der Vorbereiteten. Moment, erstmal muss ich hier jetzt die ganzen XP einsacken, ne, bevor die nachher weg sind. Das geht ja gar nicht. Hieb, vorbereitete Zeit, Mittel. Fuck hier, voll aufs Fressbrett. Klatsch! Unterbrochen? Du blödes Pissding, ich hab mein Krönchen verloren. Handeln, jawohl. Nochmal, aufs Maul. Auf 5 Meter Entfernung, da zerbrüllt er sich. Plus 50 XP. Objekt gefunden, Zaubertrank. Fortsetzen, besten Dank. Ja, schön, ne? Und nun? Jetzt gehen wir noch tiefer rein, damit noch mehr blöde Viecher kommen. Ja, super. Na dann. Wir könnten jetzt natürlich auch zurückgehen und die Spinne noch schlachten wahrscheinlich, die da so... Oh Vater, wann sind wir endlich da? Was ist ein Vater, Aurora? Ich bin seine Tochter, ist doch klar. Igidifui, Attacke! Ja! Nein, nicht blenden! Rechts zum alten Kloster. Oh, ich kann mich heilen durch das Teil. Wie cool ist das denn? Nein, ich will angreifen! Genau, weil zum einen gibt es hier nämlich XP, die ich wieder einsacken kann. Das muss ja sein. Ne? Also, ne, das muss auf jeden Fall. Die müssen mit. Und dann haben wir hier noch eine Menge XP, die sacken wir auch ein. Und jetzt handeln wir mal. Gegner verlangsamen. Cool! Klatsch! Haha! Ah, wie geil ist das denn? Und gleich nochmal! Bums! Stufenaufstieg, Level up. Fuck yeah, ich bin eine Imba-Aurora mit dickem Schwert und einem starken Feentrank, was der auch immer bringt. Wähle eine neue Fertigkeit für Aurora. Oh fuck. Ein Skilltree? No joke? Ja, scheiße, noch ein. Da ist das Ding so Comicbook-mäßig aufgemalt und wir haben hier gleich mal so alias Final Fantasy erstmal mit einer absolut geilen Comic-Grafik, auch noch ein Skilltree und ein eigenes Skillsystem. Ich breche ins Essen. Puh, in welche Richtung gehen wir denn? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es doch echt nicht. Was haben wir denn hier? Lichtstrahl auf alle. Was bringt denn eigentlich dieser Lichtstrahl? Ein mächtiger Lichtangriff mit einer kurzen... Was mit einer Chance von 10% die anvisierte dunkle Kreatur sofort zu töten. Licht ist eine starke Waffe gegen das Dunkel. MP-Aufwertung erhöht die maximale MP dauerhaft. Ein Lichtblitz gegen eine einzelne Kreatur. Licht ist eine starke Waffe gegen das Dunkel. Okay, also hier haben wir einen festen Schaden wahrscheinlich. Und hier haben wir dann so gesehen... Ein Zauber, der sogar 10% Chance hat, direkt schon einen Kill zu reißen. Ist natürlich cool. Aber, ja. Nehmen wir den mal. Und das war's. Was ist Magieresistenz? Aufwertung erhöht die Magieresistenz dauerhaft um 5. Wie L und R. Auch scheiße. Man kriegt auch noch andere Figuren? Oh, fuck. Okay. Okuli? Was ist das? Okuli herstellen?
so eine Art Fragmente oder sowas, die man in Rüstung einbauen kann vielleicht. Inventar, okay, das ist klar. Bekenntnisse. Briefe. Komm, nehmen wir das Ding hier da oben auch erstmal mit. Ja, cool. Halt, stopp. Nicht so schnell. Ah, das hat nochmal extra XP gegeben. Schnell, los, alles einsacken. Überraschung, Schlag von hinten. Was? Da ist doch nichts. Hier ist doch gar nichts. Ich greife das Vieh einfach so an. Ist mir doch scheißegal, ob es von hinten kommt oder nicht. Ich greife ihn einfach direkt an. So. So, und jetzt sacke ich hier erstmal nämlich den ganzen Scheiß ein. Yeah. Handeln. Und drauf. Und verlangsamen. Klatsch. Und voll im Arsch. Tete. Fast schon wieder ein Level ab. Ja, cool. Was ist jetzt hier mit diesem komischen Überraschungsschlag von hinten? Da war wohl nichts. Ja, oder ist es so eine Art, kennt man ja vom Final Fantasy, man ist dann unterwegs und dann irgendwann kommen dann urplötzlich Überraschungsgegner. Heiltonikum. Cool. Moment, wo ist das Zeug hin? Ah. Ich glaube, ich habe da doch, ah nee, hab's doch richtig gemacht. Ich konnte alles mögliche einsammeln. Schon wieder so ein Biest. Attacke! So, jetzt wollen wir mal... Oh, diesmal sind es zwei. Die geht's. Kann ich beide blenden? Handeln. Tränke fliehen. Handeln. Und dann nehmen wir jetzt mal diesen Lichtstrahl auf den hinteren. Bei den vorderen bin ich ja am Blenden. Nochmal. Handeln. Ach komm, machen wir jetzt mal einen Hieb auf den. Klatsch! Jawoll! Einer weg, der greift mich jetzt eh an. Dann sacke ich erstmal nochmal schnell den ganzen Kram ein. Handeln! Jetzt kommt hier Lichtstrahl und drauf damit! Jetzt bin ich mal gespannt. Cool! Deine Stufenaufstieg! Fuck yeah! Und ein Fertigkeitspunkt. Cool. Ja, dann wollen wir doch mal gleich den nächsten Zauber machen hier. Dieses Sternenlicht. Können wir uns das auch mal angucken. Und dann mal... Ja, super. Geh weg! Scheiße, schon wieder zwei. Moment, ich bin jetzt hier erst am Einsacken. Könnt ihr nicht machen. Vielleicht soll ich die Dinger auch erst einsacken, wenn ich irgendwie, keine Ahnung. Naja, was soll's. Handeln. Sternlicht. Nee, Sternlicht ist ja jetzt der neue. Dann machen wir den mal auf den hier. Bums. Sehr schön. Und den zweiten Brennsamban nehme ich aus. Zack. Handeln. Da machen wir den gleichen Spaß nochmal. Sternlicht. Friss. Sternlicht, du Sacknase. Klatsch. Am Arsch. Ja, cool. Ah, Cookie da. Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Flupp. Und alles einsacken. Noch eine Kiste. Ein Zaubertank haben wir gekriegt. Ja, cool. Was bringt der? Inventar. Was haben wir denn da jetzt? Dieser gibt 100% LP, 100% MP zurück. Okay, das ist so ein voller Heiltrank. Den sollten wir uns aufbewahren. Stellt 45% MP her. Und stellt 50% LP her. An, ja, das ist nur zum Moment. Ach, der kann das auch? Glühwurm-Elixier. Ja, cool. Was ist das?
füllt ignoriere Lichtanzeige wieder auf. Ah! Ja, aber die, meine, die füllt sich doch auch wieder von alleine auf. Eigentlich ist das doch nicht so dermaßen nötig. Zumindest nicht im Moment. Halt, stopp, ihr scheiß Glühwürmchen, bleibt hier! Flupp! Oh, jetzt schieben wir mal den Kram hier rüber! Im Übrigen, das Game ist auch zu zweit spielbar. Da übernimmt nämlich einer hier diesen komischen, lustigen Glühwurm. Was passiert, wenn man hier das... Aha! Guck an, das funktioniert auch. Halt! Stopp! Stehen gebleibt! Den will ich auch noch haben. Kapitel 2. Die Königin des Lichts. Ich hab doch gewusst... Hilf mir, Aurora! Ich stecke hinten im Sumpf fest. Nee, ich hätte wahrscheinlich doch irgendwie vorhin das Gedöns mitnehmen sollen. Also einmal zurückgehen zum Einsacken, das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ach, als Maul. Oh, bleib da hinten. Ich mag eh kein Schwein. So, und jetzt kriegst du ein paar von hinten in den Hals. Oder irgendwie so ähnlich. Und das mache ich eigentlich nur, damit ich hier vorne nämlich die ganzen Kram eingreifen, absacken kann. Los, komm her. Achso, das Ding kann ich gar nicht einsammeln. Auch gut. Aber ist natürlich cool, wenn man von hinten angreift, dann hat man automatisch auch noch direkten Angriff. Das ist mal geil. Okay, den hier vorne fange ich an zu blenden. Sternenlicht mache ich dann auf den ersten. Klatsch! Und weg! Und gleich den nächsten machen wir dann Dieb. Ach komm! Ja! Tada! Stufenaufstieg! Sehr schön. Neuer Fertigkeitspunkt. Ja, den verteilen wir auch mal direkt. Ja, jetzt können wir uns entweder eine MP-Aufwertung, erhöht die maximale MP dauerhaft oder... Erhöht die maximale MP dauerhaft oder... Erhöht die Magieresistenz dauerhaft um 5. Ja, gute Frage. Was haben wir hier? Erhöht Magie dauerhaft um 2. Erhöht Magieresistenz. Erhöht 4 Runden lang den Schaden um... Oh, 25%. Was haben wir hier? Ein Lichtblitz gegen dunkle Kreaturen, Licht eine stärkere Waffe gegen das Dunkel. Ach nee, den Text, den haben sie wohl anscheinend überall reingeschrieben. Zauberkraft 30, da gibt es auf jeden Fall einen neuen Zauber. Und hier haben wir Verteidigung, reduziert den Schaden durch Angriff um 60%, erhöht aber die nächste Runde das Tempo auf der Zeitleiste um 70. Okay, ja, man ist öfters dran. Das ist natürlich gut, wenn man sich schnell heilen will oder sowas, wenn es eine Möglichkeit gibt zu heilen oder wenn man fliehen muss. Erhöht die Magieresistenz dauerhaft um 5, erhöht die Chance, einen Angriff auszuweichen, dauerhaft um 1. 10%ige Chance auf einen erlittenen Schaden, was Gegenangriff auf eine dunkle Kreatur zu reagieren. Dies ist eine passive Fähigkeit. Ja, wie cool ist das denn? Körperliche Verteidigung, maximal MP Lichtstrahl Stufe 2. Achso, und das geht dann hier unten hin bis Lichtstrahl 3, wo es dann sich direkt auf alle wirkt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der untere Baum so leicht der defensive Baum ist. Und was haben wir denn hier als letztes? Haben wir maximal MP Schaden erhöht. Erhöhter Schaden um 30%. Lichtblitz gegen alle. Erhöht Magieschaden. Was haben wir hier? Stärkeaufwertung. Mächtiger Hieb. Dann ist das hier dann eher so der Arkane-Zweig, wo es dann eher auf böse Zauber geht, die Schaden austeilen. Genau, offensiv Arkan, also Zauber, unten ist defensiv und passiv und hier ist eher so körperlich gesehen, also Körperkraft und allem möglichen anderen Kram, eher so die Kriegerrichtung. Also das Skillsystem haben sie hier verdammt leicht gehalten. Von dem her, kein Plan, ich werde mich wahrscheinlich in alle Richtungen ausbreiten. Machen wir jetzt erstmal hier dauerhaft die MP nochmal um einen hoch. Und dann schauen wir mal, was wir da drüben haben. Ein Okuli.
Befestigte Oculi an Ausrüstung, um die Charakterewerte zu steigern. Ah, cool. Oculi herstellen. Herstellen. Vereinige Oculi, um stärkere Oculi herzustellen. Drücke den Herstellen-Button, um eine Kombination zu bestätigen. Zwei Stück haben wir. Wir wollen mal schauen, ob das funktioniert. Nehmen wir mal hier ein und dann nehmen wir da ein. Und den dritten haben wir nicht. Okay, dann können wir da jetzt hier irgendeinen reinsetzen. Erhöht Wasserwiderstand. Fügt Nahkampfangriffen Wasserschaden hinzu. Wasser ist stark bei Feuer, aber schwach bei Blitzen. Was gewährt eine 5%ige Chance, einen Angriff während der Vorbereitung eines Zaubers oder Angriff auszuweichen. Aha. Wie Geschenk. Was ist Geschenk? Derzeit stehen hier keine Uplay-Freunde zur Verfügung. Ach, man kann die Klamotten, wenn man Leute... Man kann sich ja bei Uplay anmelden. Wer zum Beispiel hier Dingens hat. Nein, ich bin ein Agel. Na, sagt's doch schnell. Hier, ne? Wisst schon. Bescheid. Nicht? Dann kann ich euch jetzt auch nicht helfen. Also alles, was Dings ist, hier von Ubisoft, die sind ja meistens an Uplay-Konten halt gebunden. Genauso auch wie zum Beispiel Assassin's Creed. Moment. Steine im Boden, die wachsen doch nicht. Ach nee, hör nicht auf. Hör bloß auf, du Kapistorin. Also zum Beispiel jetzt hier bei Ubisoft gibt es ja auch sowas wie Assassin's Creed. Und wer sich da anmeldet, hat auch ein Uplay-Konto. Und hier könnte man dann die Leute, die man halt in der Freundesliste hat bei Uplay, Klamotten schenken, also Kristalle schenken. Das ist natürlich geil. Kra, 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 kra. Kra, 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 kra. Red, lass, red, red, was du blödes Scheißkrähen, Gedöns, Dingens. Dann halt nicht. Dann erkunden wir einfach hier die Gegend weiter. Moment, wer ist das? Ich muss hier erstmal das einsammeln. So, und dann kann ich jetzt hier weiter. Komme ich da? Ach, cool. Oh, da oben ist eine Kiste. Muss ich dringlich hin. Wer bist du? Ah, geblendet. Warum stürzt er nicht ab? Ach, schade. Merks. Ungeschliffener Rubin. Ach, guck an, jetzt habe ich ein Dreierteil. Moskitos kann ich nichts mitmachen. Alles eingesackt. Kann ich jetzt hier den Oculi herstellen? Kann ich jetzt hier einen Saphir, und dann mache ich jetzt hier einen Oculi. Und wenn ich das jetzt sage, müsste das jetzt doch nicht funktionieren. Schade. Ah! Geht das? Nein! Fuck! Da muss man unter Garantie drei der gleichen Sorte haben. Laufen wir erstmal diesen Geist nach. Nein, wir töten den Geist. Überraschungsangriff von hinten. Ich habe den Geist von hinten überrascht. Der ist jetzt bestimmt zu Tode gefürchtet, verängstigt und keine Ahnung. Erstmal sacken wir jetzt hier den ganzen Scheiß ein. Dann blenden wir einfach mal. Fürchte mein Licht. Ja, friss mein Lichtstrahl. Bams. Schau, Dieb. Cool, ich habe eine Trophäe gekriegt. Ich weiß zwar nicht wofür und warum, aber ich nehme sie gerne mit. Halt, stopp, hier gebleibt. Folge meiner Stimme dem Hall. Durch den gespenstischen Ort. Du hast wohl keine andere Wahl. Doch, ich gehe wieder zurück. Und dann werde ich da elendig verhungern und sterben. Ist auch eine gute Alternative, oder nicht? Ja, komm doch her. Kriegst ein paar an Hals. Moment, stopp! Einige Gegner sind anfällig gegen Magie. Ach nee, das habe ich mittlerweile ja auch schon herausgefunden. Handeln! Hieb! Auf dieses komische Pissding! Wie unterbrochen! Dann nicht, du sollst jetzt hier auf den da hauen, weil der geht mir auf den Sack. Und ich glaube, das wird nichts mit vorher fertig werden. Handeln? Nee.
Doch ja, hier bringt aber nichts. Machen wir nochmal. Machen wir einen Lichtstrahl. Nee, komm, Sternenlicht. Das hat eigentlich recht gut funktioniert. Aber nicht! Unterbrechen! Ach, fuck! Oh, scheiße, das Glühwürmchen ist kaputt. Machen wir jetzt einfach einen Lichtstrahl. Schnurr! Oh, fuck, ich habe den ganzen Kram hier noch gar nicht eingesammelt. Nein! Schnell! Scheiße. Die Hüpf. Und den ganzen Kram hoch. Toll, super, da komme ich gar nicht hoch. Hallo! Oh Mann! Ich komme da noch nicht hoch! Ich bin doch nur so klein! Fuck! Das muss ich aber trotzdem mal testen. Wie komme ich. Wie kann ich runtergehen? Wie kann ich runtergehen? Das hat doch vorhin irgendwie funktioniert, aber ich habe keinen Plan wie. Kann ich das nicht hier irgendwie. Narf! Ich habe keinen Plan, wie ich es gemacht habe. Ich habe einfach gemacht. Warum leuchtet das Blühwürmchen? Nein, egal. Ist es dunkel hier. Na, ah, wer bist du denn? Igitt. Schnell einsacken. Ohne Kiste. Cool, ein Glühwurm-Elixier. Na, ah, von hinten in den Hals. Oder so ähnlich. Okay, ich habe auf jeden Fall den First-Angriff. Erstmal hier den ganzen Kram einsacken. Damit ist Leben und der ganze Scheiß schon mal wieder voll. Wen blenden wir denn? Blenden wir erstmal den, weil ich habe keine Ahnung, was das nämlich für ein Hoshi ist. Und dann machen wir jetzt hier einmal einen richtig derben Lichtstrahl. Gegen den! Schnell! Au! 17 ist böse. Und dann machen wir gegen den einmal Sternlicht. Haha, unterbrochen. Und den gleichen Spaß machen wir jetzt nochmal. Handeln, ein Hieb. Sternlicht, scheiße, ich habe keine MP mehr. Ja, dann müssen wir jetzt so draufhauen. Sterb! Warte sogar. Tada! Stufenaufstieg! Und wieder ein Fertigkeitspunkt. Neue Fertigkeit. Ja, cool. In welche Richtung gehe ich denn jetzt hier weiter? Magieresistenz, MP-Aufwertung. Und dann noch mehr erhöht. Ach komm, machen wir erstmal das hier noch weiter. Und dann werde ich dann. Ich nehme jetzt hier einfach das da oben noch mit, erhöht 4 Runden lang den Schaden um 25%, das sieht geil aus. Und dann anschließend geht es dann hier runter in den anderen Zweig. Einfach mal, um zu gucken, wie das dann geht, wenn wir überhaupt noch so weit kommen, weil ich habe jetzt im Moment nicht wirklich auf die Uhr geachtet. Aurora! Diese Tür ist zu! Wir müssen sie öffnen und zwar im Nu. Och nee, ein Hebel ist da oben gar fein. Und wie komme ich da hoch, ich arme Schwein? Ich habe keinen Plan. So eine Scheiße. Nee, ich muss da irgendwie. Wie komme ich da hoch? Also von der Seite komme ich nicht hoch. Ich muss mir irgendwie was einfallen lassen. Nein, scheiße. Falsche Richtung. Aber ich. Ah! Ja klar, ja sicher. Ich kann auf jeden Fall den Scheißklotz darüber schieben. Dass die so etwas einem kleinen Mädchen auch noch zumuten, das arbeitet doch hier. Ist doch Kidsarbeit, ist doch verboten. Ah, du blöde Scheißhexe, ich falle dir ins Genick und reiße den Schädel ab. Ja, grunzt du mal. So, du bist jetzt erstmal ruhig, du Scheißteil.
Lichtstrahl gegen das Ding da. Schnür, friss mein Licht! Ausgelöscht. Oh, okay, das war also diese 10% Chance. Handeln, Sternlicht. Scheiße. Schnell einsacken, schnell da einsacken. Jawohl. Das war knapp. Oh! Na toll. Nee, ich gehe jetzt da bestimmt nicht runter. Was zum... Ficken? Ist das? Ein Durchgang. Ah, die Kiste da, also da irgendwie rüber. Wie kommen wir hinauf? Kannst du mir das sagen? Ich wünschte, Flügel könnten dich dorthin tragen. Aurora erleuchtet die Oculi. Lass es mich einmal wagen. Ja, aber vorher kannst du den Scheiß da oben noch einsacken. Das fliegt dann nämlich die ganze Zeit rum. Okay, dann erleuchten wir mal hier das Oculi. Ah! Wie cool ist das denn? Was glaubst du? Schmoren sie, keine Ahnung. Doch keine Kinder. Oh nein, vielleicht gar. Warum ist der Text so schnell? Manno! Ich glaube, ich schreibe mir die Texte einfach ab und lasse das dann nachher irgendwelche anderen Leute schnell vorlesen. Können wir jetzt hier vielleicht den Hebel? Kann das Glühwürmchen den Hebel umlegen? Natürlich kann das Glühwürmchen nicht den Hebel umlegen. Und erschlagen kann ich das Glühwürmchen auch nicht. So ein Scheiß. Ich hatte schon gehofft, dass man da wenigstens etwas Blutiges hier in diesem Game hat. Schön. Jetzt kann ich das da... Nein, da bleibt noch stehen, ihr scheiß Glühteile. Wo sind die denn jetzt hin? Da oben. Ah, toll. Den da oben, den Rest, den kriegen wir dann natürlich nicht. Na egal, wir können jetzt hier erstmal dann nach rüber. Da hoch. Na, ich sagte, da hoch. So. Können wir jetzt diesen tollen Hebel ziehen? Freuen uns sonst irgendwie was, weil jetzt kommen wir da hoch. So, und jetzt haben wir nämlich das Problem, dass wir die Kiste vergessen haben. Toll! Das heißt, wir müssen jetzt... Ach, das Ding läuft jetzt automatisch immer wieder. Okay. Dann müssen wir nur noch ein bisschen abwarten. So. Also jetzt komm schnell hier. Das, Moment. Was ist? Na toll. Na, man muss Viereck drücken, um durch die Tür zu gehen. Auch gut. Ja, gut. Ja. Akzeptieren. Was zum Ficken? Ungeschliffener Saphir? Also eine Art Kristallteil. Oculi herstellen. So, jetzt aber endlich hammern alle drei Stück zusammen. Hergestellt geschliffener Saphir. Meister Oculis, du hast eine Trophäe erhalten. Dankeschön. Es ist zu lieb von dich. Ja. Cool, ich habe sogar Uplay-Punkte gekriegt, obwohl ich mich mit meinem eigenen Account nicht mehr angemeldet habe. Sei mir jetzt automatisch gemacht, was eine Schweinerei wäre. Blende ich den oder renne ich rein? Ach komm, ich mach's mal ganz dreist. Ich blende den, komm von hinten. Ah, jetzt habe ich mich in den First Attack. Ihhh.
Blinden? Handeln? Sternenlicht oder Lichtstrahl? Sternenlicht auf die Tante. Schnorr! Bums! So, jetzt sind wir wieder dran. Dann kann ich nämlich hier erstmal den ganzen Kram einsacken. Kann ich weiter blenden? Lichtstrahl! Sterb, du Ungetüm! Ups! Da hat's uns zerlegt. Heil, Tonikum erhalten! Schön, ich brauche die Heiltränke im Moment eigentlich gar nicht. Naja, wer weiß, man soll es ja nicht beschreiben. Irgendwann kommt der Zeitpunkt bestimmt. Da ist die offen, das ist gut. Aurora, sei bloß auf der Hut. Toll, zuerst soll ich hierher gehen und dann heißt es, sei auf der Hut? Ihr seid doch... Na? Endlich war es hinter... Was? Vorsicht, hier wirkt ein Zauber. Hinter Glas brachte mich gemeinsam Ranken... Ich glaube, ich sollte mal gucken, ob ich das nicht in den Optionen irgendwie einstellen kann, dass es nicht so dermaßen schnell ist. Flupp! Oh, ein Hebel. Ah, nee, ne? Schon wieder so ein Leuchträtsel. Na, okay, gut, dann leuchten wir jetzt mal da oben hin. Oh! Ob das so eine gute Idee war? Ach, bestimmt! Ich mache jetzt hier das nächste Teil auch noch kaputt! Kommt und befreit mich aus diesen... Ich weiß nicht, ob das so eine tolle Idee ist. Und... Patsch! Wer wagt es, sich der Königin der Nacht zu nähern? Ein kleines Nichts mit Locken ganz rot! Scheiße, verdammt, die hauen mich tot! Traue den Augen nicht, das ist nur ein Traum. Mir scheint's real, die wollen uns tot. Ja, nee, ist klar. Kann ich beide nicht gleichzeitig blenden? Na toll. Okay, Sternenlicht, Lichtstrahl, Lichtstrahl auf den hinteren. Oh, 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 oh. Oh. Komm, verrecke. Verwundbar durch Licht und unterbrochen. Scheiße, verdammt! Ich glaub, es hackt! Hier, komm! Der hat einen Speed-Up drauf. Sammelt die Kraft. Warum haben die eigentlich ihren eigenen Schädel in der Hand? Ich dachte, das Spiel ist für Kinder. Hoppala! Ja, da ist er schon mal im Arsch. Das ist der Erste, der schon mal weg ist. So, handeln. Da kann ich nur einen Hieb machen? Das finde ich ja doof. Reicht noch nicht. Müssen wir noch mehr einsammeln. So, jetzt reicht's aber. Nein, kein Hieb. Sternenlicht verreckt, du Schwein! Rums! Tor nach Elysium? Au! Wie zurückgesetzt! Ich glaube, es hackt. Handeln! Hieb und rauf! Geh kaputt! Du scheiß Bistecken-Arschnase! Ich krieg einen Föhn! Schnell! Sterb! Oh nö! Aua! Manno, das tut doch weh! Jetzt aua! Na also! Wow, Level up! Objekt gefunden, Magie Sternstaub?
Das ist Aurora, gute Frau. Madame im Traum gefangen hält mich dieses, keine Ahnung, doch bin bereit nun zu erwachen. Kind, eine Vision, nimm meine Hand. Tu es nicht! Nein! Einst schien die Sonne über einem Land, voll saftiger Täler und weißen Gipfeln. Und nachts erglühten Burgruinen, Alabasterfarben über den Wipfeln. Im Sternenlicht und Mondenschein, eine Königin des Lichts beherrschte dieses Reich. Des Nachts wandelte sie durch den Palast, ihr Strahlen der Morgenröte gleich. Doch plötzlich verschwand sie durch üblen Streich. Die Königin war fort und mit ihr das Licht. Dunkelheit erfüllte den Palast. Der Usurpator Umbra blieb außer Sicht. Die Töchter schickte sie an ihrer Stadt. Sterne, Mond und der Sonne funkeln, raubten sie vom Himmel, ließen das Firmament verdunkeln. Dann überfielen Umbras finstere Gesellen unser Land. Sie nahmen uns das Leben mit dem Streich ihrer Hand. Ergreifend, Madame, sind eure Worte. Ja, und mir gehen sie gleich mal aus. Eine Sekunde, ich muss mal ganz schnell einen Break für mich einlegen. Nun weckt mich auf, ich danke sehr. Red ich so fad, falls ihr in... Was? Nein! Falls ihr in Schlaf? Ich spreche wahr und keine mehr. Um uns liegt das Land Lemuria. Mein Kind, ich mache dir nichts vor. Der einzige Weg ist ein magisches Tor. Ein Spieglein. Nein, nicht Spieglein an der Wand. Scheiße. Ein Spiegel mit einem Thron davor. Gestohlen von Umbra, Königin der Nacht. Nur ein Weg führt dich heim. Verbanne das Dunkel mit aller Macht. Befreie Sonne und Mond, damit das Licht uns wieder lacht. Nein, unmöglich! Mein Vater erwartet mich! Scheiße, verdammte Pissziege! Ich will nach Hause und frei jetzt! Der Glühwurm versprach mir schnelle Hilfe und du blöde Tiger willst mir irgendwas von wegen Sonne, Mond und Sterne retten? Sieg etwa uns wie ein Kleinkind! Ich bin die Evil-Prinzessin hier und ich bin mindestens schon 8 Jahre alt, wenn nicht sogar 6! Ja, behandle mich gefälligst mit Respekt, und Pissnasen, Necker, alte Tatter, Ziege, Diggins. So, du sagst jetzt davon. Wisst ihr auch, einen Namen habe ich. Ja, Arschnase. Oh ja, Pimmelkopf. Und keine Ahnung, blaues Tröpfchen, was fliegend leuchtet. Verzage nicht, mein liebes Kind. Ich schuf Igniculus, euch zu helfen. Ein Käfer groß wie eine Nadel? Zu wenig, wie ich finde. Ich Gestirne zu... Was? Die Gestirne zu holen, ach so. Schaffe ich wohl kaum. Verzage nicht, mein liebes Kind. Schon wieder? Mädel! Hast du Demenz oder leidest an Alzheimer? Oder hast du auch einen Sprung in der Schüssel? Den gleichen Satz hast du gerade eben schon mal gemacht. Sonne, Mond, such im höchsten und tiefsten Raum. Geh dahin zurück, wo du kamst. Vorbei am Altar, wo du bist erwacht. Durch eines Baumes Dornenkleid, aha, jetzt kommen wir doch wieder zurück, unterwegs wird Hilfe dir gebracht. Wie erreiche ich den Himmel? Und wie die Sterne? Mein Kind, die Antwort liegt über dir. Auf. Öffne die Augen. Schweif nicht in die Ferne. Cool, was ist das denn? Ein leuchtendes Ding ins Kirchen? Wow, jetzt ist kaputt gegangen. Scheiße, ich bin auf Koks! Oh, welch Wunder, welch Erstaunen! Ich hab Fädenflügel! Scheiße, noch ein! Ich fliege wie eine Fee, als wäre es nichts!
Aurora, du bist ein Kind des Lichts. Ach nee, erzähl nicht sowas. Hör gut zu, behalte diese Zauberkrone auf den Haupt. Setz sie nicht ab, verstehst du nie. Noch ein letztes, bevor ich von dannen zieh. Solltest du je verzagen, dann spiele sie. Einen Dildo? Oder was? Danke sehr, aber wofür ist sie gut? Ja, das wirst du herausfinden, sobald du alt genug dafür bist. Ich höre dich nicht, Kind. Sei auf der Hut. Leb wohl. Warte, aber I! Musst du aber U! Wenn ich nicht, dann I! Warum gehst du tun, nu? Hey, das war sogar richtig schön gereimt. Aber muss wissen, was mein Vater jetzt macht. Umgeben bin ich von endloser Nacht. Toll, ja. Drücke X, um zu fliegen. Cool. Ja, gleich mal dessen. Alle hoppa. Ja, wie geil ist das denn? Nee, ne? Und so wanderte Aurora durch den Forst fern von daheim. Nur die Sterne zum Herden. Vom Glühwurm begleitet, ansonsten allein. Besorgt um das Wohl der Familie, die nicht mit ihr kam, suchte sie nach Sonne und Mond, nach ihres Vaters Arm. Und irgendwo in der Nacht, lauernd auf einem Thron im Dunkeln, wartete Umbra, die Schlimme, auszulöschen Auroras Funken. Das ist ja... Oh, wie geil ist das denn? Abgesehen davon, dass man fliegen kann, es sind hier noch... Oh wei, so fühlt man sich also dabei. Flieg, Aurora, du bist frei! Gen Westen, Kapitel 3. Cool, sogar das hat sich gereimt. Nun würde ich sagen, unsere Route ist klar. Nach links müssen wir fliegen. Juhu! Dann werden wir das Dornenbaum sicher, keine Ahnung. Hoch, Ignitio, die Dinge entgegen. Versuch mir, keine Ahnung. Es war viel zu schnell. Warum kann ich den Text nicht lesen? Cool, was ist mit dem, Hoshi? Guten Tag. Verzeiht. Meine Dame, sahst du der lustigen Ballons Gewimmel? Einhörner, die auf Pillen balancieren. Und das Koks, was ich geraucht habe, ist total geil. Guck mal in meine Augen. Oder Zelte, die zu Sternen sich erstrecken. Meint ihr vielleicht zum Himmel stinken? Ich fürchte nicht, denn ich stinke jetzt schon. Oh Gott, nein. Verflixt, hier sitze ich nun. Es ist bizarr. Verzeiht die Frage. Seid ihr bescheuert? Oh, Scheiße. Oh Mann, sorry, aber ich kann gerade nicht anders. Werf einen Blick auf diese Notiz. Ich hab's handgemalt. Sieht aus wie ein Pimmel. Aber ich guck's dir trotzdem mal an. Meint ihr etwa jenen Brief? Was ist das Gekritzel, das ich dort sehe? Ja, er hat auch noch gesagt, das ist ein Pimmel, den er da gemalt hat. Manu! Ach, genau, das ist nichts für kleine Glühwürmchen. Das ist nur was für kleine Auroras. Die wissen sowas. Na, lassen wir das besser. Das ist Latein, wenn ich es recht verstehe. Nein, ich verstehe nur Scheiß. Rubella, teure Schwester, schwarze Nacht erfasst unsere Land. In dunklen Zeiten muss einer heben seine Hand. Darf sich nicht verstecken in der Wolkenpalast, sondern muss jonglieren mit den Weltenlast. An der Pforte des Todes er strauchelt und fällt, doch tanzend triumphiert er über die Welt. Lachen oder nicht lachen, das ist hier die Frage. Die Antwort ist klar, meinen Traum zu leben bin ich geneigt. Das treibt sich nicht. Doofes Scheißding. Folge dem Wanderzirkus in die Ebene, bevor er aufsteigt. Liebe Schwester, sei einer Sache gewiss. Ich denk an dich, dein Bruder Tristis. Tristis brach unseren Akten 2. Wollte eine Karriere als Einzelgänger. Ließ Rubella zurück.
Mikro Marias gestreichte Stimme. Meint sie nicht eher Sänger? Wie auch immer, wir haben viel zu tun. Und verweilen dürfen wir nicht länger. Würdet ihr mich mitnehmen, geholen? Meine Taschen sind gepackt. Finden muss ich meinen Bruder. Und retten seine doppelte Nummer. Akt. Wisse, dieser Weg ist, er ist riskant. Mit Kreaturen unbekannt in unserem Land. Ich bin ein Glückartist und komme schon klar mit diesem Quark und Mist. Ja, genau, Mist! Mist passt ganz gut. Rubella hat sich der Gruppe angeschlossen. Rubella in Not. Ja, Komödie, wunderbar. Ja, das Achievement, das passt wunderbar. Ja, also, als wenn es jetzt eine Audioerkennung gegeben hätte, ich jetzt so gesehen für die geistigen Dünches, die ich gerade eben vor mir gegeben habe. Ach ja. Ja, vom Regentaschen gepackt und lässt den Scheiß einfach hier stehen. Umweltverschmutzer, der Blöde. Ach ja, hallo, ich fliege jetzt nach oben. Toll! Vom Wegen, ich komme hoch bis an die Sterne am Arsch. Ich hänge hier oben fest und komme nicht weiter. So ein Dreck. Ja, jetzt stürze ich ab. Habe ich auch nochmal Glück gehabt. Moment, was ist das? Ist das ein Schrein oder dergleichen? Vielleicht dient er einst als eine Art Zeichen. Ah, ein Geist! Komm her! Ich hau dich kaputt! Ah, guck an, das ist Rubella. Oh, ein Fliegeviech gibt's auch gleich mit dazu. Was machen wir denn zuerst? Ich würde sagen, Rubella tut Handeln machen tun. Überrumpeln? Heilung? Verteidigung? Nee, überrumpeln ist cool. Mach das mal auf das Vieh. Und ich mach dann jetzt hier einfach mal das Sternenlicht auf diesem welchen. Und ich blende mal da unten diese blöde Ziege. Patsch! Scheiße! Und dann klingelt der Wecker, weil die Zeit ist um. Den Kampf mache ich noch zu Ende. Patsch, verwundbar durch Licht. Wie, Tempo hoch. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Überrumpeln auf den da. Au! Blöde Pissziege. Klatsch. Was machen wir jetzt? Machen wir hier nochmal... Nee, komm, den bremsen wir jetzt einfach mal aus. Machen wir jetzt mal einen Hieb oder machen wir da irgendwas an? Nee, komm, dann machen wir einen Hieb. Das sollte... Nein, nicht auf den Geist! Nicht den Geist hauen! Verdammte Scheiße! Das bringt doch nichts. Wie geht's? So ein Schrott. Jetzt kann das Glühwürmchen kann jetzt hier erstmal den ganzen Schrott und Mist einsammeln. Ne, den Rest dann noch nicht. Wen bremsen wir aus? Ich würde sagen, wir bremsen hier weiter. Handeln, überrumpeln. Einmal dahin. Schade, hat nicht funktioniert. Okay, dann jetzt einmal dieses Sternenlicht auf das Ding. Und du nochmal überrumpeln auf die blöde Ziege. Klatsch, der Geist ist weg. Das Vieh im Arsch. Wunderbar. Ich freue mir den Arsch ab. Irgendwie so. So einen Kram nehmen wir auch noch schnell mit. Ungeschliffenen Saphir haben wir noch gekriegt. Welch ein bombiges Abenteuer. Will ich nicht das Zirkusgeschäft betreiben? Wo eine leuchtende Karriere mich erwartet, würde ich wohl bei euch stehen. Bleiben. Tut mir leid, Kamerad. Ich will nichts mehr hören, denn ich bin taub. Ich muss es ein Publikum besitzen. Meinst du vielleicht betören? Ja, oder irgendwie sowas. Oh, Feier. Ah, Scheiße. Okay, gut. Verdammte Fick. Da ist eine Spinne. Okay, also ab jetzt fängt es so langsam an. Überrumpeln. Was nehmen wir denn zuerst? Wir nehmen jetzt einfach mal zuerst den hier oben. Scheiße, hat nicht richtig so... Oh. Verteidigung schützt vor Unterbrechung. Okay.
Was machen wir jetzt hier? Handeln? Versuchen wir es doch jetzt einfach mal mit verteidigen. Ah, die gehen da hinten auf den Hoshi. Dann machen wir jetzt hier einfach mal Handeln, Heilung oder... Nee, unterbrechen auf den. Wenn es klappt, tut's aber nicht. Handeln, Sternlicht auf die doofe Spinne. Boah, die zerlegen den Kerl. Ja, schöne Scheiße. Au! Verdammter Mist. Handeln. Heilung, am besten sich selbst erstmal. Oh, die Heilung ist gut. Kann man echt nichts gegen sagen. So, jetzt nehmen wir erstmal den ganzen Scheiß hier mit. Und wir machen jetzt einmal ein Sternenlicht auf... Auf irgendwie, genau, auf dieses Vieh hier. Sterb, du scheiß Gewitterziege! So, damit ist Nummer 1 schon mal weg. Die Spinne ist recht schnell, die blocken wir jetzt als zweites, überrumpeln auf den Hoshi da oben. Mit Glück wird er zurückgeworfen oder er fällt gleich in zwei Teile. Das ist natürlich noch viel schöner. Einmal angreifen und dann kann ich jetzt hier erstmal einsacken. Heilung, genau. Und überrumpeln! Pow! Unterbrochen, jawoll, und klatsch und weg. Stufenanstieg. Kette. Und einen neuen Fertigkeitspunkt. Und natürlich, der kriegt auch Fertigkeitspunkte. Moment. Also das gucken wir uns jetzt noch schnell an. Fertigkeiten. Tatsache. Oh, wie geil ist das denn? Die kann man auch skillen. Oh, nö, ne? Wie geil. Zwei Punkte haben wir noch. Einmal Magieresistenz, jawohl, und Schaden erhöht. Und dann machen wir mal hier... Oh, fuck. Das sind drei komplett separate Bäume. Das hier oben ist überrumpeln, das sind die Sturzangriffe. Was haben wir denn jetzt hier? Verbündete sind vier Runden lang vor allen Statusleiden geschützt. Wie geil ist das denn? Das heißt, das ist ein Supporter... Supporterin, Entschuldigung, ist ja eine Frau. Und was haben wir hier? Stärke. Das da oben ist reduziert in Schaden der angegriffenen Gedönsdinger. Wiederbelebung. Belebt gefallene Verbündete wieder. Das ist dann der Heilungszweig dann wahrscheinlich. Ja. Ja, das ist die Heilung. Also oben ist Support und Statusentfernung. Dann haben wir Heilung. Und hier haben wir... Anvisierte Verbündete sind vier Runden lang vor allen Statusleiden geschützt. Ja. Erhöht maximale LP dauerhaft. Gibt an anvisierten Verbündeten 67 LP zurück. Das ist auch Heilung. Fünf Runden lang vor allen Statusleiden geschützt. Das ist irgendwie alles so ein bisschen. Gruppenheilung. Gruppenheilung ist auch geil. Oh, da kann man sich echt austoben wie ein Bekloppter. Ach du Scheiße. Und ich... Man weiß nicht, was hinter diesen... Da sind ja noch diese anderen Blöcke dazwischen. Man weiß nicht, was da drinne ist. Das kann alles Mögliche sein. Ich, keine Ahnung, wie ich den hier skille. Ich mache jetzt hier einfach mal... Status, gehe ich mal auf die Status-Sachen. Machen wir erstmal Widerrufsaufwertung. Körperliche Verteidigung dauerhaft. Das ist schon mal gut. Erhöht Stärke dauerhaft, nehmen wir mal auch mit. Machen wir mal hier... Anvisierte Verbündete sind vier Runden lang vor allen Statusleiden geschützt. Erhöht Stärke Dauer, was ist das? Verbündete vier Runden lang vor allen Statusleiden geschützt. Was ist lang? Zauberkraft 0, MP 2? MP 3? Warum zieht der mehr? Verstehe ich nicht ganz. Ist ja auch Hupe. Und hier haben wir, bietet eine Chance von 30% LP zu heilen, wenn LP unter 30% fällt. Aha. Mal was Neues, Konterheilung. Sagt mir so gar nichts. Verteidigung und LP. Und hier haben wir noch Magieresistenz, LP. Ach komm.
geht nicht mehr. Machen wir diese Richtung. Und ich würde sagen, jetzt hier an dieser Stelle. Wusch! Genau an dieser Stelle verflüchtige ich mich jetzt hier, so wie ich hier am Rumfliegen und Morphen tun bin. Den Kram sack ich noch schnell ein. Zack. Wunderbar. Klasse Ding. Und dann lande ich mal und ich sage hier an dieser Stelle danke fürs Zusehen. Also das Game macht Spaß, ganz ehrlich, und ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Ob als Let's Play oder nicht, werde ich noch entscheiden. Ich denke mal, es hat Potenzial, es hat sehr starkes Potenzial für ein Let's Play. Und ich glaube, ich werde es weitermachen, weil ich finde es doch sehr interessant. Aber dann werden die Folgen natürlich nicht... Oh, fällt mir jetzt erstmal auf, wenn man hier so mit dem Vieh rumwirbt, rumwirbeln tut, durch die Haare. Ist ja cool. Das ist ja wirklich cool. Wusch! Okay, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben von Child of Light. Und es ist geil, es macht Spaß, es macht unwahrscheinlich viel Spaß. Und ich denke mal, das ist auch was für die jüngere Generation, auch für mich jetzt, der RPGs mag. Ich finde es klasse, es ist ein komplett neuer Stil, der eingeschlagen wird. Und Ubisoft ist hier wirklich was gelungen. Und es ist jetzt schon ein zauberhaftes kleines Märchen am Anfang. Und wie ich auch schon gesehen habe, ich möchte aber nicht zu viel vorweggreifen. Ich habe Screenshots gesehen, wo Aurora auch älter ist. Das heißt, sie bleibt nicht dauerhaft ein Kind. Hier haben wir auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial, was uns in der Story ja geboten wird. Und es ist sehr, sehr schön verpackt. Auf jeden Fall grafisch, optisch, musikalisch. Und ich feiere das Game irgendwie so. Nicht nur als kleines Indie-Game. Und es ist wirklich das Geld wert, was man dafür bezahlt. Und es ist verdammt günstig. Man hätte auch weitaus mehr für nehmen können. Aber mehr sage ich am besten nicht, weil ansonsten kommt Ubisoft wirklich nur auf den Gedanken, den Preis hochzureißen. Okay, danke an dieser Stelle hier. Oh, man kann das Ding auch mit dem Pad steuern. Wie cool ist das denn? Juhu, ich bin ein Flummi. Juhu, und ab dafür. Jawohl. So, und ich sage jetzt hier nochmal danke fürs Zusehen. Wer sich das Let's Play angucken will, es wird ein bisschen dauern, wenn ich eins mache, ein paar Wochen, vielleicht auch einen Monat oder zwei, bis es dann irgendwann mal da ist, aber dann habe ich es auch komplett durch und dann läuft es auch in einer Tour durch. Und bis dahin oder bis zu wann anders, sage ich hier erstmal danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann sehr bald, sehr viel. Nanu, was ist das? Wo bin ich? Au! Wo bin ich? Ah! Wo bin ich hier gelandet? Ich glaube, ich bin hier irgendwo in diesem komischen Dornengedöns gelandet, so wie es war. Oh! Cool! Ungeschliffener Rubin. Schön, nehmen wir auch noch mit. Ja. Ah! Fuck! Was ist das? Lebensstern. LP Sternenstaub? Ja, cool. Ach scheiße, fuck, egal. Ich nehme es jetzt einfach mal so mit. Ich sage nochmal danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann bald wieder, entweder bei Child of Light oder vielleicht auch anderen Sachen, das ist euch überlassen. Auf jeden Fall, wir werden uns wiedersehen, ob ihr wollt oder nicht. Irgendwann tauche ich bestimmt nochmal bei euch auf. So, und jetzt sage ich aber endgültig tschüss und bis bald. Oh, da war auch noch was, das nehmen wir auch noch mit. Und jetzt geht's zum Dornengedöns.